Ja, ist okay. Ist grün. Grün ist gut. Aber der Baum ist echt schön. Also ich mag auch, wie der so ganz zierlich und jungfräulich, sage ich mal, da so. Das ist schon schick. Und ich bin echt irritiert. Wir haben keine Defizite. Nichts. Wir haben dich noch. Also selbst diese Tiere sind nicht gestresst. Ich hatte ja die Befürchtung, ich kann nicht mal dran. Aber es ist alles in Ordnung. Oh! Und da ist noch eins. Okay, ich habe mit dem Finger gerade drauf gepatscht. Aber ihr habt es auch gesehen, oder? Oh, wir haben Babys. Da! Es hat geklappt mit dem Nachwuchs. Und es ist ein silbernes. Und du bist auch ein silbernes. Oh, Silber ist aber gut. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir die Mahlzeit hochschrauben können. Ja, geht doch. So, direkt Nummer 3. Und die sind nicht gestresst. Also gerade, also hätte ich hier Glas gemacht und die Leute wären hier vorbeigelaufen, wären die ausgerastet, die Tiere. Und so, sagt mir bitte, der Ausblick ist gut. Dieser Zoo ist klasse. Du hast Durst. Lauf mal 10 Meter weiter, dann kriegst du was. Bei Gulpa ist kein Platz mehr zum An. Oh. Ja. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen länger machen. Verkäufer. Verkäufer. Du hast hier noch einen Job. Do it. Dann eben nicht. So, Leute, ich kann damit echt leben. Es sieht nicht mehr ganz wie ein Unfall aus. Es ist noch nicht perfekt, aber man kann sehen, der Wille ist da, oder? Es geht schon gut. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Die Bank sieht da auch ein bisschen verloren aus. Vielleicht sollten wir die lieber irgendwo hinsetzen, wo es Sinn macht. Hier zum Beispiel. So. So, und dieses System scheint auch super zu funktionieren, da die überhaupt nicht sehen. Das ist echt gut. Und erhöhe die Erhaltungsrate auf einen Stern. Ja, wir haben noch keine Tiere verkauft. Deswegen. Gästezufriedenheit ist top. Gastbildungsbewertung. Was? Warum ist denn die Bildung so hoch? Also ich meine, ich freue mich darüber, aber normalerweise musst du echt viel machen, dass die Bildung hochgeht. Ich bin verwirrt. Aber ist ja nicht schlimm. So, ich finde, hier können wir noch so ein bisschen Bildung reinsetzen. So. Abholzung der Wälder ist auch ein wichtiger Punkt. Oha, haben wir überhaupt genug Zoopfleger? Ein. Okay, der dürfte ein bisschen überlastet sein. Ich mach mal ganz kurz speichern.
Mir ist nämlich tatsächlich an einem Abend das Spiel zweimal abgestürzt. Ich meine, ich bin froh, der speichert regelmäßig. Das heißt, der Verlust ist echt gering. Aber du bist echt... Hier könnte mal wieder ein Techniker vorbeischauen. Du bist echt ein bisschen genervt. Hier könnte mal ein Techniker vorbeischauen. Hier könnte mal ein Techniker vorbeischauen. Auch hier könnte man Techniker vorbeischauen. Dass die das von selber nicht machen, ne? Du musst die immer dazu animieren, dass die auch bitte dahin gehen. Der Andrang ist ja schon krass. Ne? Aber ich finde die Idee einfach geil. So eine Aussichtsplattform. Und die Tiere haben halt so ihr Ding, ne? Dass da oben irgendwas ist, ich glaube, das stört die gar nicht so richtig. Wenn die hier drüber laufen, wäre es, glaube ich, was anderes. Das hatte ich nämlich bei der Karriere gesehen. Die Tiere waren nur gestresst, weil die sich nicht zurückziehen konnten. Weil das lief genau mittig durch und dann habe ich nämlich genau das hier gemacht. Genau das, ne? Sehr gut. Oh, dann sind wir ja fast durch. Können wir den Nialas noch was Gutes tun? Ich meine, es geht denen ja gut genug. Ach, guck mal, hier ein Greifball. Noch ein bisschen Spielzeug. Sowas noch. Futter würde ich jetzt nicht mehr machen wollen. Aber Spielzeug. Guck mal, da ist sie auch direkt schon dabei. Nein, nicht du. Okay, es ist ein bisschen buggy. Aber es gefällt ihr, glaube ich. Nö. Stolz wie Oscar trägt sie das mit sich rum. Es war ein bisschen buggy. Und fallen gelassen. Und links liegen gelassen, ist klar. Oh, aber seht euch das an. Es ist alles grün. Es geht denen richtig gut. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir demnächst die könnten wir machen. Ja, komm. Ah, nee, ich wollte ja... Also, denen geht's auch so weit gut. Ich wollte diese Schildkröten... Herpes, Hepatitis, Affenpocken, auch nicht geil. Da, Schildkrötenherpes. Ich bin irritiert, dass noch kein Tier wirklich krank war, ne? No. Hallo, kleine Kröte. Oh, wie süß, guck mal. Kann ich da wechseln? Nee, dich wollte ich nicht. Ich wollte da hinten zu deinem kleinen Kind, was völlig in Essen eingetaucht ist. Sehr süß, aber denen geht's auch gut. Ich glaube wirklich, das kleinere Gehege ist besser. Die haben immer noch genug Raum und sind nicht überfordert und verlaufen sich auch nicht. So, huch. Aha. Aha. Zu wenige Jungtiere und erwachsene Tiere in der sozialen Gruppe des Tiers. What? Zu wenige Jungtiere und erwachsene... Achso, ja. Okay, daran arbeiten wir aber. Genau, das ist die Tochter. Das dürfte die andere Tochter sein. Nee, warte mal. Shakira. Ah. Jetzt muss ich echt mal gucken. Shakira und Akel sind die Elterntiere. So. Naeem ist mit
Aida zusammen. Aber Aida ist doch seine Schwester. Ja, wie gut, dass ich verhüte. Kann man ja, glaube ich, leicht rausfinden. Weil Akel und Shakira mittlerweile schon echt, echt alt sind, ne? Aber die beiden, Naeem kam zuerst und dann Aida. Also wir haben ja keine anderen Tiere gekauft. Hatten wir erst nur zwei oder ist Aida eventuell fast ausgewachsen? Nee, die sind noch nicht mal ausgewachsen. Das heißt, das sind tatsächlich die Kinder. Und dass Bruder und Schwester ein Paar sind, finde ich bedenklich. Das wird sich nicht ändern. Das heißt, eigentlich müssen wir sogar... Also die beiden werden wir irgendwann ersetzen müssen. Wobei die auch kein Geld bringen. Wir können auch warten, bis die sterben und dann das Gehege erneuern. Wir haben ganz viele kleine Affen. Aber, oh, die beiden sind schon... Autsch. Was haben wir denn hier noch? Ena. Hier ist noch ein Muttertier. Also die beiden können wir mal... Die werden eh nichts mehr bringen. Ena. Ach, Ena war ja unser erstes Tier. Ja, ja, genau. Ena war unser erster. So, und dann haben wir noch Ditte. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist mit Ena zusammen. Okay. Was mir hier tatsächlich fehlt, ist die Frage der Abstammung. Ich würde gern wissen, wie die Tiere abstammen, weil... ich sag mal, wenn ich nur die beiden hatte und ich bin mir nicht sicher, ob Aika da mit drin war. Weil dann ist ja okay, dass Aika und Ena kommen von den beiden, glaube ich. Und das heißt, Aika und Ena können ja durchaus zusammen, wie sie lustig sind, ne? Was bedeutet, dass die hier erstmal gar nichts mehr dürfen. Aber danach... Keine Ahnung. Genauso wie die Kinder... erstmal nichts dürfen, weil das ist der Papa. So, hier habe ich schon Nachwuchs bekommen. Das ging sehr schnell. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Gehege passt. Gruppe ist zu groß. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber... Ah, du bist schon ausgewachsen. Okay. Zum Handelszentrum schicken. Dann kommst du nämlich direkt raus. Das ist eigentlich eine sehr schöne Übersicht. Mann, alter Skorpione. Warum gibt es denn so viele davon? Die sind doch bestimmt auch viel zu groß. Ne, geht. Ist ausgeglichen, ja dann. Dann reicht das auch, ne? Hier ist auch tragend, okay. Das heißt, hier werden wir auch mal reinsetzen. Hier ist auch tragend. Oh, und die gibt auch immer total viel. Die gibt auch immer total viele Junge. So, hier hatten wir das auch geklärt. Da ist Handelszentrum. Haben wir hier oben noch was? Nee, da haben wir auch einen Riegel vorgeschoben. Okidoki. Und wir haben das Niala fertig. Sehr gut. Dann können wir jetzt tatsächlich ich weiß nicht, da die alle Nachwuchs bringen, geht es denen echt gut. Aber ich fände es auch eigentlich geil, die
Vivarien ein bisschen schöner zu gestalten. Du kannst ja noch Elemente reinsetzen und so. Das sieht ja ein bisschen lieblos aus. Also wir wollen ja schon einen geilen Zoo, ne? Ich finde es auch schön, dass die Affen gar nicht mehr verhungern. Ich glaube, die überleben durch die ganzen Dinger, die der auffüllt, nur das nicht. I don't know. Irgendwas Neues. Dankeschön. Sehr gut. Oh, die Inspektorin ist da. Mhm. Aber eigentlich ist alles im grünen Bereich. Gucken wir jetzt nochmal kurz. Tierhandel. Nee, warte. Vivarien, da. Boah, Gold. Pass Error. Mhm. Der ist schon echt geil. Ich meine, wir kriegen auch ordentlich Zaster, aber ich würde den lieber... Okay. huch. Mein Gott, das mit der Forschung geht echt fix hier. Nein. Ich wollte noch mal Tiere gucken. Die beiden... Ja, genau. Ihr produziert mal schön weiter. Ja, da ist Madame schon älter, ne? Wie gut, dass wir hier noch ein Muttertier haben mit 5,5. Was war das? 16 oder 18 können die werden? Naja. So. Die sind auch so süß, ne? Ja. Roku. Oh, auch noch eine goldene. Also wenn wir die alle verkauft kriegen und die jemand kauft. Also die goldenen wird, denke ich mal, schon jemand kaufen, wenn wir sie nicht zu teuer anbieten, ne? Weil 10, weißt du, ich kann die auch für 10.000 reinstellen. Die wird keiner kaufen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Lässt es dir schmecken. Ja. Das heißt, ihr kriegt eigentlich nur Leckereien. Ihr kriegt gar kein ordentliches Futter. Guck mal, da ist eine Möhre, eine Banane, das ist eine Gurke. Das kann ich nicht entziffern. Das sieht aus wie ein Salatblatt. Das könnten Apfelstücke sein, Melone. Ist das eine Paprika? Ein Apfel? Tomate vielleicht? Das da oben weiß ich nicht. Sieht aus wie Sellerie. Ich sehe dich nicht. Sehr schön. Ja. Also Vivarien sind noch nicht perfekt, ne? Da arbeiten wir gerade dran. Aber so unterm Strich geht's denen echt okay. Sonst würden sie sich auch nicht paaren. Das ist nun mal so. Oh, ich habe wieder was bekommen. Sehr schön. Warum ist die durstig? Ah, da kommt der schon. Und das ist auch lustig. Der macht einmal die Scheibe sauber und damit ist das Problem gelöst. Finde ich sehr geil. Oh, sie ist weg. Da. Das können wir auch mal ein Suchspiel. Finde die Tiere. Da und da. Und eigentlich sind es noch viel mehr, die haben sich versteckt. Ich sehe nur die beiden. Was ist denn der Rest? Da waren doch viel mehr drin, wo die gesagt haben, die Gruppe ist voll cool. Sind die auf den Steinen? Manchmal hocken die auch tatsächlich hier drauf. Da!
Da sind noch welche, okay. Oh, das liebe ich ja total. Was mir tatsächlich in diesem Spiel noch fehlt, sind einmal Vogelwesen. Vogelwesen, also Vögel, ne? Und Wassertiere. Die fände ich auch noch gut. Oh, Spinnen, na großartig. Da. Da. Ich glaube, das war's erstmal. Oh, ich mag tatsächlich den Effekt, dass es hier gedämpfter ist. Okay, und jetzt gucken wir uns... Ja gut, die kann man schon echt gut sehen. Ditte. Oh, und da hocken sie einmal da und einmal da. Das finde ich tatsächlich sehr geil, dass sie auch das mitnutzen. Und dass man die da auch sehen kann. Richtig cool. Also nicht nur Deko, sondern auch wirklich wird genutzt. Richtig nice. Ihr Lieben, ich würde aber sagen... das reicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns wieder und dann werden auch, hoffe ich, nochmal mehr Tiere geholt. Es ist ja echt blöd mit den Arterhaltungspunkten. Vielleicht regelt sich das wieder, wir werden sehen. Weil ich habe Geld, ich kann es auch gerne, also ich würde sehr gerne Tiere kaufen. So ist es ja nicht, ne? Aber wir werden sehen, wie es nächste Woche läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis dann. Ciao, ciao.